Moin des YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands, the Pre-Sequel. Und da wir gerade schon mal hier sind, an diesen beiden schönen Automaten, spielen wir ein paar Runden. Aber das will ich nicht als normale Folge machen, das ist ein bisschen langweilig. Außerdem weiß ich nicht genau, was ich dann die ganze Zeit erzählen soll oder muss. Keine Ahnung. Deswegen mache ich das Ganze in einer kleinen Timelapse. Das für euch das auch nicht, das ist sehr langweilig, nicht immer nur die ganze Zeit. Ja komm, ein Automat, noch ein Automat, ein Automat, noch ein Automat. Und so weiter und so fort. Das ist einfach nur richtig ätzend. Deswegen mache ich das wann anders. Also nicht wann anders. Deswegen mache ich das als Timelapse. Und dann sage ich mal, viel Spaß damit. Willkommen zurück nach der kleinen Timelapse, die gerade gestartet wurde. Wir haben jetzt schon nur noch $31.000. Deswegen sage ich einfach mal, ist jetzt Schluss. Was wir natürlich noch machen können mit dem Mondstein und hier beim Schwarzmarkt eindecken. Nämlich mit Raketen-Upgrade. Das kann man ja noch gut gebrauchen. Wir spielen ja nicht mit nicht viel mehr. Doch, hier Laser auf jeden Fall. Safe brauchen wir erstmal noch gar nicht. Lass ich erstmal sein. Granaten? Ja,
Ich bin ziemlich gut. So, jetzt habe ich irgendwas anderes gekauft. Schrotflinte wollte ich gar nicht. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich ja die Schrotflinten benutze so wirklich. Aber naja, was soll's. Passt schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt relativ viele weiße Waffen im Inventar. Ist mir nämlich dann noch mittendrin eingefallen, dass wir ja diese eine Mission haben mit den weißen Waffen abgeben. Und die machen wir jetzt mal eben, wenn wir sie finden. Die war irgendwo, wo war sie nochmal? In Pitzfell, genau. Nee, Geheimraum? War das echt Geheimraum? Ja, nee, zu den Waffen. Zu den Waffen, genau. Genau. Da reisen wir mal hin. Triton Flats. Ja, Triton Flats, ja, nee, ist klar. Wo haben wir denn das Auto? Können wir da nicht eben hinfahren? Zack, zack, kein Ding. Oh, das könnte knapp werden. Jawoll. Wunderschön abgekürzt, wunderschön. Natürlich kommen hier jetzt gleich wieder Gegner. Aber den geben wir gar keine Chance. Wir springen einfach hier hoch schnell und geben dann ab. In unseren Reihen, der du uns rüstest für die Schlacht, werden die Soldaten Mut schöpfen. Zack, zack, zack. Da haben wir nämlich jetzt ordentlich was an Waffen. Für die, mehr kann man denen also auf einmal nicht schicken. Der komplette Briefkasten ist voll. Spenden? Ja. Eine Katastrophe, mein Freund. Die Waffen, die wir bisher eingesammelt haben, wurden von ruchlosen Banditen gestohlen, die ungeniert mit ihrem Diebesgut auf dem Mond umherziehen. Finde die Diebe und nimm es ihnen ab. Ihre Position findest du auf deinem Echo. Jetzt können wir denen nichts mehr liefern, oder was? Jo, stimmt. Na, mach einfach die Diebe kaputt. Und die Diebe denn finden. Das war Dieb Nummer 1. Das war Dieb Nummer 2. Oh shit, da kommt noch einer. Wo ist er? Unser Auto lebt aber noch, ne? Komm bitte. Ja, lebt noch locker noch. Sehr schön. Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2. Nummer 3. Oder so. Komm, eine brauchen wir noch. Aber hier liegt keine mehr, ne? Naja, ist natürlich nicht schade. Aber hinten müsste dann halt noch ein Auto sein von denen. Ich finde die. Bösen. Lasermond-Buggy? Ne, das ist auf jeden Fall nicht. Aber wir machen trotzdem platt. Nehmen wir ein bisschen. Doch, war auch. Müssen gar nicht aussteigen brauchen. Bring die Sachen zurück zum Spendenzentrum. Hier machen wir auch einen Platz. Und Spendenzentrum. War da, ne? Ja, war hier. Upsala. Das war schlecht. Aber wir kommen da hoch, oder nicht? Die Gruppe nennt gerade da hochzukommen. Jawohl. Und nein, mein Auto. Lass mein Auto ganz. Den ich mittendrin parken sollen. Wir machen einfach ein paar Gegner nochmal eben down. Zack. Ja, Ira, ist klar. Zack. Und dann liefern wir den Leuten. Oh ne, wir müssen erst das liefern. Da habt ihr. Jetzt können wir weitere weiße Waffen liefern. Bitte. Wie viel ist das denn, wie viel wir haben? Ja, das ist echt nicht schlecht. Muss man echt schon sagen, das sind nie im Leben 50 einfach. Okay, ist schon wieder voll. Einige jüngere Mitglieder halten sich jetzt für Krieger, weil sie Waffen besitzen, die einst dem Kammerjäger gehörten. Sie wollen es mit einer hiesigen Scav-Horde aufnehmen. Kannst du mal nach dem Rechten sehen und sicherstellen, dass es ihnen gut geht? Ich habe ihre Position auf dein Echo geladen. Ja, natürlich gucken wir ihm gerne nach.
Erstmal schalten wir den Lasermond-Buggy hier aus. Mit so einem Jump. Komm, 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 komm. Hier, nicht hier. Bam, in your face. Ich liebe das. Ich denke, dass man so hammergeile Arschbomben machen kann, wie Mustafa auch so schön sagt. Ach komm, ja, lass mich doch in Ruhe. Ist das ernsthaft jetzt da hinten drin im Gebiet oder was? Oh yo. Kein Problem für den King. So. Ah ne, da sind noch mehr. ETF. Okay, ohne den Skill bin ich nicht schlecht. Ich kann einfach keinen Trip. Obwohl, geht eigentlich. Passt bis jetzt. Zack, zack. Easy going. Haben die weiße Waffen fallen lassen. Wichtig. Sie nach den VBA-Mitgliedern. Ich komme euch retten. Ihr kleinen VBA-Mitglieder. Abgeschlachtet. Haben Sie etwa nur diese billigen, gespendeten Waffen getragen? Weiß doch jeder, dass die praktisch wertlos sind. Oha. Fühl dich jetzt bitte nicht angegriffen. Apropos Angriff. Nimm den Banditen die Waffen wieder ab und übe blutige Rache für unsere getöteten Brüder. Nimm den Scavs die Waffen ab, okay. Kein Ding. Machen wir eben. Aber natürlich müssen wir nach da oben, na super. Naja, schaffen wir es noch. Oh, Badass, hi. Da haben wir den Action-Skill wieder gesehen, dass er einfach so bam, 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 bam. Übertrieben schnell schießt einfach. Das war wieder ein Badass. Kein Ding. Okay. Aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. Das sind billig Waffen, aber die sehen alle gleich aus, komischerweise. Und das kann ich auch. Siehst du? Kann ich auch. Sieht alles aus wie so abgesägte Schrotflinten irgendwie. Komisch. 8 von 10 haben wir. Jetzt haben wir 9 von 10, optimal. Oh, noch ein. Ja, wo bist du denn? Raider. Und 10 von 10. Jo, bin ich dabei. Oh verdammt. Oh mein Gott, ey, da war er. Kritik. Ja, komm. Ich bin genau auf dem Loch runtergekommen. Kann man hier wieder hoch, bitte? Hier muss man doch wieder. Hier kann man jetzt nicht wieder hoch, oder? Ernsthaft irgendwie da rum und dann reisen und dann, hä? Du musst doch wieder einen Weg nach oben geben, komm schon. Ein bisschen ernst sein. Luft tanken hier. Gibt's hier kein Jump-Pad nach da oben oder was? Ich hab doch hier schon mal ein Jump-Pad nach da oben gesehen. Ja, dann nicht, ne? Da muss ich jetzt ernsthaft reisen. Super. Na toll. Dann geht's natürlich zu Dahl. Wo gibt's hier vielleicht die Jump Station oder so, dass man hier dann von hier darüber kommt oder so? Auch nicht, ne? Aber warte mal. Da. Da ist es optimal. Ich wusste doch, dass es das gibt. Ich wusste es. Ja, Pink Panther, interessant. Oh, verdammt. Ja, komm, der Sauerstoffvorrat ist mir wurscht. Ist mir Wuppe.
Wir müssten jetzt eigentlich auch mal rennen. Ich muss eigentlich 5 Minuten muss ich ohne Sauerstoff auskommen. Ja, da habe ich schon Sauerstoff getankt. Oh, shit. Naja, egal. Bringen jetzt eben noch die Waffen wieder zurück. Gib mir in der Zeit noch einen Sugar, was auch immer. Zack, 24 IP. Da ist noch ein Lasermondbuggy. Komm, den lassen wir jetzt, was soll's. Fliegen wir eben hier nach da. Genau. Hier war das. Und geben die Waffen wieder ab. Zack, zack, kein Ding. Vielen Dank, Kammerjäger. Wir wissen deine stete Hilfe zu schätzen. Kein Problem. Ich habe 27 von 50 einfach. Und jetzt schaffe ich es eh nicht, das Ding voll zu machen. Gut. Ja. Die Pottdrillinge, berüchtigt für ihre Sturheit, tragen die Waffen, die du uns gebracht hast, und haben eine äußerst komplizierte Meinungsverschiedenheit. Vielleicht kann ein allseits respektierter Kammerjäger sie lösen. Ich lade ihre Position auf dein Echo hoch. Breite die heilenden Schwingen des Friedens über ihnen aus. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.